Hallo und moin moin zusammen. Ich habe heute mal meinen Wacholder auf den Tisch geholt und da bin ich mal wieder gespannt, wie der bei euch ankommt. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Form, sage ich mal. Der Stamm geht ja praktisch so im 90-Grad-Winkel vom Topf weg. Ich weiß gar nicht, wie man diese Form bezeichnet. Ist das so eine Art eine Mischung aus Kaskade und windgepeitscht oder was auch immer? Auf jeden Fall mal wieder ein spannendes Projekt. Und vielleicht schreibt ihr mir mal in die Kommentare, wie man diese Form nennt, was man dazu sagt. Ich will ihn auf jeden Fall heute mal ein bisschen in Form bringen, ein bisschen drahten, ein bisschen zurücknehmen hier vorne. Und ja, hier soll dann vielleicht mal ein Totholzelement entstehen. Also alles andere als eine Form in die Fläche kann ich mir momentan noch nicht vorstellen. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie zu. Also werde ich es ein bisschen einkürzen und dann weiter so in diese Richtung gestalten. Andere Möglichkeit habe ich oder sehe ich im Moment nicht da drin. Muss man wirklich erstmal ein bisschen auslichten, ein bisschen Überblick verschaffen. Es geht doch alles ziemlich weit raus und wächst kreuz und quer hier. Wächst hier nach oben, das brauche ich gar nicht. Auch einiges abgestorben da drin. Noch mal ein bisschen Totholz machen. Ich kürze jetzt erstmal alles ein bisschen ein und dann schauen wir mal. Hallo.
ganz schön stachelige Geschichte hier. Alles noch sehr biegsam, also man kann das dann mit Draht schön in die Richtung stellen, wie man es haben will. Hier in der Mitte will ich auf jeden Fall erstmal lassen, damit er so ein bisschen die leere Stelle hier auffüllt. Muss ich dann später schön mit Draht in die richtige Position stellen. Abschneiden kann ich immer noch.
das soll erstmal so die grobe Rasur gewesen sein. Vielleicht fehlt noch der ein oder andere Ast, das entscheide ich später, wenn ich Draht angelegt habe. Und dann schauen wir, meistens sehr ausladende Geschichte hier, das Ganze. Aber mal was anderes. Das werde ich dann auch schön mit Innenmittel einstreichen. Lass es erstmal ein bisschen austrocknen. Ich denke mal, das kommt ganz gut. So, der Friseurbesuch ist jetzt erstmal beendet. Hab ein wenig gestutzt und auch reichlich Draht an den Wacholder geschmissen. Hier habe ich ein Totholzelement erzeugt, das werde ich dann noch weiter behandeln. Und ansonsten ja, versuche ich jetzt hier so kleine Puschel aufzubauen, kleine Pölsterchen überall, und dann wollen wir mal sehen, wie sich das Teilchen weiterentwickelt. Ich bin erstmal ganz zufrieden damit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet, und dann sehen wir uns auch schon wieder beim nächsten Video. Bis dann, euer Mike.